Herzlich willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 3 mit Arezu. Ich bin Arezu und wir machen uns als Ruffy auf die Jagd nach einem Kopfgeld. Ja, okay, Bellamy. Den besiegt Ruffy immer mit einem Schlag. Das dürfte also kein großes Problem sein. Besonders nicht, da ich gerade noch ein bisschen Hausaufgaben quasi gemacht habe. Und die Story-Mission gegen die CB9 oder so mit Ruffy gemacht habe. Was bedeutet, ich habe eine spezielle Münze bekommen. Gear 3. Die Spezialattacke für Ruffy. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas sinnvoll noch einsetzen können. Die Spezialangriffsleiste noch ein bisschen mehr füllen. Das ist natürlich schön. Das andere. Zu wenig Magellan-Münzen hierfür. Ost-Münzen sowieso immer zu wenig. Hier die Spezialangriffsleiste. Gönnen wir uns den letzten Punkt. So. Sehr schön. Berry-Wachstum machen wir natürlich. Und Kampfbeginn. Ruffy ist schließlich jemand, den wir öfter mal spielen. Los geht's. Da haben wir Eki, den habe ich eben auch schon gerade im Story-Modus verprügeln müssen. Und Gum-Gum-Gewehr. Ups, da habe ich ihn nicht richtig zu greifen bekommen. Egal, Schaden nimmt er trotzdem. So, allerdings wäre es vielleicht besser gewesen, weil ich ja gerade extra den dritten Gang freigeschaltet habe, den auch mal zu benutzen direkt. Aber dafür werden wir bestimmt noch andere Gegner haben. Eki haben wir besiegt, dann gehen wir zum und Co. Den hier schnappen wir uns noch schnell. Ich muss mir echt den letzten Schlag davon abgewöhnen. Mit einem sind die ja immer schon erledigt. In diesem Falle nicht. In diesem Fall habe ich nämlich den falschen gegriffen. Und schon wieder. Und bam. Wen haben wir denn hier? Nur normale Piratenkapitäne. Da benutzen wir ein einfaches Gum-Gum-Gewehr. Mehr sind die nicht wert. Bäm, Nummer 1 erledigt. Nummer 2 erledigt. Und da hinten ist noch... Oh, den hat Jinbei erledigt. Okay. Dann schnell weiter. Ja, ich hätte das wirklich bei Eki benutzen sollen direkt. Bin nämlich gespannt. Ah, Vergo ist doch noch ein besseres Tier als Eki. Gear 3. Oh. Oh. Verdammt. Die haben den Nachteil auch eingebaut. Das ist ja unnett. Ich sollte vielleicht erklären, wie Gear 3 funktioniert. Bei Gear 2 lässt Ruffy ja einfach das Blut in seinem Körper schneller zirkulieren. Er hat einen extrem erhöhten Metabolismus, deswegen ist er viel, viel schneller. Gear 3 funktioniert anders. Ist natürlich ebenfalls durch seine Gummikräfte möglich. Aber es ist noch ein bisschen merkwürdiger. Also beim erhöhten Metabolismus ist es so, dass gesagt wird, das ist nur durch seine Gummikräfte möglich, weil
der Körper es sonst nicht aushalten würde. Bei Gear 3 ist es noch ein bisschen extremer, da würde es der Körper nicht nur nicht aushalten, sondern überhaupt nicht möglich machen. Wobei es auch nicht wirklich so möglich scheint erstmal. Er bläst nämlich seine Knochen auf. Ganz am Anfang konnte man sehen, das seht ihr gleich nochmal, wie er, ja, quasi genuckelt hat. Er beißt dort in den Daumen rein und pustet sich auf. Jetzt und dann bläst er Luft in seine Knochen rein. Wenn wir den Gum-Gum-Ballon ab und zu sehen, dort bläst er sich ja selbst auf. Das ist noch ziemlich einfach zu erklären. Da. Er nuckelt, er bläst sich auf. Und dann fließt die Luft durch seine Knochen. Das Problem ist, danach ist er erstmal eine ganze Weile klein. Nachdem er sich so ausgebreitet hat, ist die sorgt die Elastizität dafür, dass er eben wieder klein wird. Das ändert sich nach dem Zeitsprung. Generell haben da viele Fähigkeiten. Na gut, viele. Es gab eigentlich nur zwei Fähigkeiten. Lassen wir das generell weg. Das bringt überhaupt nichts. Also sowohl bei Ruffy als auch bei Chopper wurden die Negativeffekte der stärksten Fähigkeiten rausgenommen. Bei Chopper war es sein Monster Point. Und dass er gewechselt ist, wenn er drei seiner Rumble Boys gegessen hat. Das kann er jetzt mit Hilfe von einem einzigen erreichen. Und wo er früher keine Kontrolle drüber hatte, behält er jetzt komplett sein Bewusstsein. Im Prinzip ist es ähnlich wie mit dem Hulk, der in späteren Comics auch das Bewusstsein behalten hat von Bruce Banner. Verdammt. Wir können auch keine Freundeskraft einsetzen. Also kein Gizuna-Wasch. Nachdem wir die ganze Zeit Gear 3 benutzt haben, kommt ein bisschen Gear 2. Nicht, dass wir es gerade brauchen. Gut, hier ändert sich nichts. Bam. Erledigt. Tja. Der Angriff an sich wäre ziemlich gut, wäre nicht der Nachteil. Wie gesagt, der ist nach dem Timeskip weg, allerdings werden da die Fähigkeiten auch komplett andere sein. Ich meine, sind keine schlechten. Aber ich werde Gear 3 dann auf jeden Fall vermissen, auch wenn es jetzt hier eben durch den Nachteil nicht so eine gute Fähigkeit erstmal ist. Nein, danke. Demons will ich nicht direkt einsetzen. Schaden an Gegnern, die von Schwarze Kiste Status betroffen sind, wird erhöht. Fähigkeit für Moria. Toll. Ganz toll. Gut, reden wir noch weiter über Chopper, der überhaupt nicht mitspielt gerade. Wie gesagt, seine mächtigste Form, diese Monsterform, kann er direkt zugreifen mit einem Rumble Ball. Oh, ein neues Kopfgeld. Statt mit rein und er behält sein Verstand. Aber das ist nicht das Einzige. Bei zwei Rumble Balls hat er vorher, wie bei einem Einzelnen, die Fähigkeit gehabt, in verschiedene neue Formen zu wechseln. Das Problem beim zweiten war, er hatte keine Kontrolle mehr, in welche Form er wechselt. Er wusste, er konnte bewusst eine Verwandlung herbeirufen. Aber wusste nicht, welche Form kommt. Ich habe mich immer gefragt, warum er dann nicht einfach durchprobiert, bis er an der richtigen Stelle ist. Genug Zeit hätte er in den meisten Kämpfen. Nicht in allen, aber in den meisten. Aber macht er einfach nicht. Auf jeden Fall kann er in diese Form und in noch weitere nach dem Timeskip einfach so wechseln. Ohne Rumble Ball. Was ganz gut ist, weil so das Doping weniger angepriesen wird. Ich meine, es wird auch so nicht angepriesen. Das ist so ein Fall von, ja, einfach dem Versenden der falschen Botschaft, wenn, oder dem Empfangen der falschen Botschaft, wenn man die falsche Botschaft empfangen will.
Ich glaube nicht, dass wirklich jemand durch Chopper denkt, dass Drogen gut wären. Obwohl sie natürlich effektiver machen. Allerdings wurde ja auch irgendwie das. Wurden ja auch irgendwie Negativeffekte dadurch immer gezeigt. Dass er eben die Kontrolle nicht wirklich hatte dann mehr. Und mit nicht wirklich meine ich, dass er ganze Städte zerstören konnte, ohne es mitzubekommen. In seiner Monsterform. Obwohl, ganze Städte hat er gar nicht zerstört, glaube ich. So. Er glaubt also nicht, dass er verliert. Das ist doch schon mal schön. Immer schön weiter dran glauben. Laufen, laufen, laufen. Yay, noch mehr Leute. Aua. Absolut nicht wert, diesen Angriff, aber ich wollte ihn einfach mal machen. Das Doofe ist, im normalen Bosskampf kann ich ihn ja kaum einsetzen. Das ist wirklich etwas, das man nur als Finisher wahrscheinlich nehmen sollte. Ich laufe viel zu langsam. Puh. Ich kann wieder laufen. Sehr schön. Und hallo, Enel. Bam. Da. Der sich einfach nicht greifen lassen. Der Herr Enel. Bam. Jetzt aber. Das ist ja im Gear 2 viel witziger. Hoppala. Ich hatte ja anfangs eher vermutet, dass es eine Gear 2 Form noch geben würde. Also dass es hoppala, drei Ruffys zu spielen gibt. Einmal den vor Gear 2, dann mit Gear 2. Wo dann im Kizuna Rush Gear 3 käme. Und dann den nach Timeskip mit den komplett neuen Fähigkeiten. Warum kümmere ich mich eigentlich um die noch? Aus dem Weg. Viper ist doch unser Ziel. Oder Viper. Gleich bin ich da. Noch ein paar Schläge und wir haben die Helden-Attacke von Haokiji. Da kommt sie. Bam. Okay, den haben wir erwischt. Sehr schön. Und mal sehen, ob er jetzt schon wieder Schaden nehmen kann. Wenn ja, dann dürften wir gewonnen haben. Oh, vielleicht auch nicht. Er kann nur wenig Schaden nehmen gerade. Ja, dann warten wir eben. Ha, cool, ich kann den Hut auf und wieder absetzen. Aua. Jetzt reicht's mir. Und bam.
Der lässt mich nicht rankommen. Und Fasankanone. Ja, das klingt logisch. Und bam. Hat noch nicht ganz gereicht. Aber jetzt reicht's. Bam. Und bam. Hui. Ich habe auch das Rumklicken versucht, das manchmal klappt, wenn man irgendwo festgesetzt ist, aber das hilft leider nicht, während man Mini-Raffi ist. Deswegen werde ich leider das nicht so oft benutzen. Levelaufstieg, sehr schön, wir haben ein neues Maximallevel. Oh, das ist das Boot von Mihawk Dulacre. Was sehr gut ist, denn das wird er brauchen, um seine Levelbegrenzung aufzuheben. Okay, wo gehen wir denn als nächstes hin? Da haben wir noch eine freie Insel. Showdown mit Stil 3. Und Segel setzen. Marinesoldaten gegen FKK-Armee. Ach Gott. Wir spielen gegen die Marine. Außerdem ist Ruffy eh kaum bekleidet, ne? Kurze Hose, dauernd offenes Hemd. Was soll das eigentlich? Kampfvorbereitung, war jetzt eigentlich noch irgendwas? Nee, ne? Moria-Münzen haben wir bekommen, aber wir brauchen keine weiteren Slots für Fähigkeiten. Mann, er braucht wirklich viele verschiedene Münzen, die wir nicht haben. Schlimm, schlimm. Und Kampf gehen. Hallo Marine, Leute. Ja, das da ist eine der neuen Formen von Chopper gewesen. Jetzt wäre es wieder sinnvoller, über ihn zu reden. Jetzt ist er da. Aus irgendeinem Grund kann er nur Kung Fu einsetzen, wenn er unförmig und dick ist. Obwohl, unförmig stimmt ja überhaupt nicht. Der ist ja total förmig. Er ist eben bloß eiförmig. Hoppala. Zum Glück lese ich immer zuverlässig die Missionsbefehle. Zum Beispiel einen bestimmten Feind aufhalten. Hallo. Na, wie geht's? Oh, nicht gut, das ist aber schade. Aber die Heldenpower von Chopper versuchen wir uns mal ein bisschen aufzuheben, falls wir es hinkriegen, weil die ja heilen kann. Was bedeuten würde, wir müssten eigentlich die Kizuna Rushes vorher aufbrauchen. Boom. Hey. Dahin wollte ich schlagen. Boom. Okay, das Gebiet wird auch ohne mich zu Ende eingenommen. Ach komm, gehen wir schnell nach oben. Lauf, 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 lauf. Hallo Nami. Na, was bringst du mir? Ein Marinekommandanten. Okay. Nehmen wir. Danke. Bäm. Und bäm. Der war schon vorher geschwächt, deswegen ist der direkt erledigt. Und der ebenfalls. Jetzt haben wir aus Versehen Enids Heldenkraft schon benutzt. Egal. Hm, da steht noch irgendjemand. Aber wahrscheinlich nicht mehr lange. Ja, jetzt ist er im Rückzug.
Hallo ihr. Ich glaube, das mit den bekommenen Ausrufezeichen hängt auch zum Großteil davon ab, wen man als Kamerad bei hat. Jemand, der einen heftigen AE macht, der bringt natürlich mehr als jemand, der nur betäubt. Hoppala. Okay, Akainu als Gegner. Das ist doch schon mal eine größere Herausforderung als diese kleinen Leutchen. Na, diese kleinen Leutchen sind aber zum Teil mobil. Nicht, dass es ihnen irgendwas bringen würde. Und ich verfehle, oder? Ne, ich habe getroffen. Sehr schön. Sehr schön. Akainu ist betäubt und Akainu ist besiegt. Also so gut wie. Der betäubt im Kampf gegen Gear 2 Ruffy ist so gut wie besiegt. Und nicht wirklich nötig, aber für den Effekt. Jetzt gehen wir den ganzen Umweg, um den Angreifer von der anderen Seite abzuwehren. Dass man da dieses kleine Stück nicht noch verbunden hat. So, den haben wir auch erledigt. Und der dürfte auch direkt erledigt sein. Bam. War nicht direkt erledigt. Zumindest habe ich keinen Rückzugsfenster gesehen, aber ich sehe den auch nicht mehr. So, und hier fehlt auch schon wieder die... Menschenskinder, nee. Dauernd muss man hier Umwege laufen, weil der Maurer vergessen hat, eine Brücke zu bauen. Nein, wir beten gerade nicht. Das müsstest du doch hören mit deinem Mantora. Zack, ja klar. Hallo. Ups. Na, darf ich den jetzt mal greifen? Nö. Der lässt die ganze Zeit nur seine Untergebenen gegriffen werden. Und jetzt will offenbar schon wieder ein Feind hierher. Oh, Whitebeard. Hallo. Zeit für Gear 2? Und Finisher. Sehr gut und Bam. Den haben wir besiegt. Oh, ja, in unter 3 Minuten sollte ich auch geschafft haben, glaube ich. Da oben ist ein Anführer, den können wir uns noch schnell schnappen. doch nicht. Schnell wieder zurück. Sehr schnell wieder zurück, bitte. Hallo, Pazifister.
Okay, den haben wir. Und auf zum nächsten. Schnell, schnell, schnell. Das ist notwendig. Bam. Nie war ein Angriff gerechtfertigter. So, da sind wir wieder groß. Ich glaube, das geht schneller, wenn man stehen bleibt. Bin mir aber nicht sicher. Kizaru ist aufgetaucht. Und er hat durchaus recht, dadurch, dass ich ihn besiegen muss, um zu gewinnen, kann er sich auf was Unerfreuliches einstellen. Jetzt muss ich nur noch... Ach, da unten ist er. Laufen, 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 laufen. Aua. Der darf doch nicht einfach auch zuschlagen. Dass die sich nicht an die Spielregeln halten können. Hallo Kizaru. Ah, nicht heftig genug. Aua. Aua. Ich glaube, Kizaru hat man nach dem Trendskip überhaupt noch nicht gesehen. Kann mich irren. Und jetzt ist Schiete da. Er Schiete da auch. Ach Gott. Mit einem Wort aufgehört. Er hat die Stimme aufgehört mitzumachen. Oh. Bam. Ah, angeblich ist er in Schwierigkeiten. Das glaube ich dem Chopper aber nicht. Solange er nicht kurz vorm Fliehen ist, ist er auch nicht in Schwierigkeiten. Ne, Kizaru. Wir gucken mal, ob wir die Heldenkraft von Chopper holen können. Wenn ich mich nicht irre, dann müsste das ja heilen. Das brauchen wir zwar gerade nicht, aber ich möchte gucken, ob wir das wirklich haben. Und in diesem Falle wird dann Mr. Two auch geheilt. Das wäre auch ganz praktisch. Warum den kann ich mich gerade nicht kümmern? So, das sollte ausreichen. So, da kommt die Heldenkraft. Und... Na? Also wir leuchten grün. Aua. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wirklich geheilt hat, wie gehofft. Fehlt, verdammt. Und getroffen. Fluchtversuch, nicht gut. Warte, ich rette dich. Au, au, au. Au, 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 au. Okay, Kizaru ist anvisiert. Rumble Kick? Das war doch kein Kick. Als Monster Chopper haut er einfach zu. Mit der riesigen Hand. Der kennt seine eigenen Fähigkeiten und Kampfstile nicht. Mensch. Ah, es ist in Ordnung. Nehmen wir so. Enel ist noch nicht auf dem höheren Q-Level. Schade. Wir sind bei 66 Millionen Berry. Verdienen wir eigentlich mehr durch Inseln, die wir noch nicht haben? Kommt mir so vor. So.
Okay, ich würde sagen, damit haben wir auch schon wieder genug für eine Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wahrscheinlich wieder mit einem anderen Charakter. Und ja, lebt wohl, hinterlasst Kommentare. Adios!